schon, wir haben was zu erledigen. Wirklich ganz schön viel Geld rum, ne? Hallo? Du redest mit dir selbst, ich höre jedenfalls nicht zu. Keine Ahnung, was das war. Hallo, so, Mann. Scheiße, haben wir ihm zu verdammt euch diesen dämlichen Hurensohn. Ich bin unter Beschuss! Kommt sofort hier! What? Ich hab C gedrückt! Was zur Hölle? Spiel! Alter, was? Behinderte Scheißkacke, ey. Reg mich das auf. Ich hab C gedrückt. Ich kann nicht noch mehr C drücken, außer C zu drücken. Funktioniert nicht. Verdammte Axt, hab ich wieder Geld verloren. 3000 Ocken, Alter. Scheiße, Kacke. Furchtbar. Jetzt muss ich hier wieder gucken. Machen wir die Hütte auf. Ich könnte hier in South Downs eine Lieferung gebrauchen. Was? Ehrlich jetzt? Wirklich? Ich hab dir gar nicht ausgewählt. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Na, dann gib mir mal was du hast. Dein Scheiß. Munition. Explosive Scheiße. Ich brauch kein Mensch. Splittergranaten, immer her damit. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. So, mach ich. Auf ein neues. Wir machen das mal ein bisschen safer, glaube ich. Also, was ist jetzt mit dem Fünf? Er lädt nach! Schnappt ihn euch! Das war jetzt weniger safe, aber... weniger safe als gewollt. Mein Wagersbildchen. Na komm her, Dude. Wisst ihr, wie lange ich schon für die Makanos arbeite? Hä? Ja. And nobody cares. And nobody fucking cares. So, Girl. Vito. Kann
Kannst du ein paar Männer nach Southdowns schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren? Hey, ich hab gesagt, ich helfe dir, die Kontrolle über die Stadt zu bekommen und ich halte mein Versprechen. Aber halt du deins auch. Ja klar, Vito, du kriegst das Gebiet. Entspann dich bitte. Wildcocks, Balls and Cocktails. Quiet. Wildcocks. Das stand gar nicht Wildcocks, aber Wildcocks. Hätte auch Wildcocks stehen können. Wilde Hähnchen. Läuft. Kannst dich entspannt zurücklehnen. Das ist schön. So, jetzt ist natürlich die Frage, Leute, wo habt ihr mein Auto geparkt? Ach, hier ist mein Baby. Hey, hey Girl. So, jetzt müssen wir nur noch hier. Dann sagt er uns, wo der rumhirscht. Und dann haben wir doch schon fast die ganze Stadt eingenommen. Was Sal natürlich ziemlich anpissen wird, möchte ich mal sagen. Zumindest geringfügig. Spannt euch, Freunde, alles gut. Ja, Mädel, hättest du aber deinen Regenschirm dabei, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Hey, Dude. Artis Jungs haben Artie hat mich vor kurzem angerufen. Hat mich 20 Minuten lang angeschissen. Wollte mich unbedingt in Mama Rigettis Bäckerei treffen, wo immer das sein mag. Keine Sorge, das finde ich schnell raus. Gut, dass Sie sich um ihn kümmern. Keiner erhebt die Stimme gegen Grand Perdue, Kamerad. Eine Frechheit. Ein Tipp gefällig? Fernhalten von der Mafia. Dann lebt man länger. Ein Tipp! Ja, das stimmt. Ich bin ja schon des Öfteren gestorben. Aber Lincoln hat 7 Katzenleben. Ist halt eine echte Mieze, ne? Hier haben die aber wirklich riesige Straßen. Alter Falter. Kein Mensch braucht in der Innenstadt 4-spurige Straßen. Aber wirklich kein Mensch. Das wird nicht schön, denn hier steht gleich ein Typ. Ja, tust du. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Seht ihr? Was ist mit dem kaputt? Meine Fresse. Der ist sich nicht sicher, ob er hochgehen möchte oder nicht. Ist natürlich auch schön. Gebt mir Rückendeckung! War aber nicht so mit der Rückendeckung. Oh, fuck it. Los, umgeh ihn! Du aber auch, Bitch. So. Da gab es wohl flambiertes Menschlein. Oh, Scheiße. Na komm. Scheiße. Molotow? Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! War ja klar. Dem Hurensohn zeig ich's.
Gibt's nicht. Angerufen wird nicht. Warum? Der hat doch gar nicht angerufen. Behindert. Na gut. Meine Waffe. Verstanden. Schicke. Aufgepasst, Molotow! Molotow, steck da! Aber gleich sein lassen, Paul. Du kommst ja nicht hoch. This is my hood. Das Arschloch versucht mich kalt zu machen. Ja, das Arschloch macht dich kalt. Und zwar richtig kalt. Komm her, Schätzelein. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber ich glaub's nicht. Vielleicht hilft das ja. Ups. Flatsch. Ja, das war's. So, Vito Babe. Du kriegst den Schwarzmark von mir. Wenn ich South Downs halten soll, brauche ich Hilfe. Gut. Du weißt, es ist nicht leicht, meine Jungs da drüben ins Kreuzfeuer zu schicken. Sie, wir alle, erwarten, dass du zu gegebener Zeit an uns denkst. Mhm. Du kriegst den Bezirk, hab ich doch schon gesagt. Babe, man, entspann dich. Entspann dich. Und nachdem der letzte Capo durch Mr. Clay beseitigt worden war, hat er Sal Mercano ins Visier genommen. Hören Sie, das habe ich doch schon erklärt. Es lief ganz genauso wie in Vietnam. Wenn Sie dem verantwortlichen Idioten an den Kragen wollen, greifen Sie erst seine Männer und die Infrastruktur an, nehmen ihnen die Fähigkeit zurückzuschlagen und bevor die was checken, stehen sie dann da, ganz allein, hilflos wie kleine Kinder. Tja, genau so. Schwarzmark gesichert. Hallo Lincoln, checkst du den Laden aus? Marcano hatte hier ein gutes Geschäft laufen, aber wir arbeiten daran, es weit zu übertreffen. Das schafft er ja definitiv auch, das weiß ich doch auch, Babe. Das weiß ich doch schon, Babe. So, was haben wir hier? Retter Alvarez. Mein Name ist Lincoln Clay. Nee, wir machen jetzt Retter Alvarez. Alvarez hat sich drin verschanzt und erwartet noch immer, dass sein Onkel ihn abholen kommt. Na, da wird er sich aber freuen, dass das nicht so sein wird. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Linker Kleiner, er sagt, ich würde nicht aufgeben, bevor er nicht dein Blut vergossen hat, also vergieß sein zuerst. Log ist ein kleines raus, erledigt sein kleines Männer, um ihn aus der Deckung zu locken. Nee, wir machen mal hier das zuerst. Mit Alvarez. Alvarez war ja der Schmuggelfuzzi, wenn ich mich recht entsinne. Also einer von den Schmuggelfuzzis. Und daher schnappen wir uns den Guten jetzt einfach mal. Und werden ihn freundlich begrüßen. Oh, das wird schön. Das sag ich, hallo, Freund. Was geht ab? Aber eher auf die unfreundliche Art und Weise. Ich war übelst Bleifuß gerade. Ja, siehst mal, wie schnell das Ding ist, ne? Aber wenn die Reifen raus sind, sind die schnellen Autos einfach richtig am Arsch, weil die kriegen halt gar nichts mehr gebacken, ne? Ist das dein Ernst? Kannst du bitte mal Auto fahren? Bleib doch bitte auf der Straße stehen. Ist ja süß, aber leider nicht so geil. Sei still. Ich habe erst Autofahren gelernt. So nicht. Ich bin noch Fahranfänger. Nein, eigentlich auch nicht. Oh Gott.
Oh Gott, was geht hier ab? Ah ja, Squats. Was ist los? Willst du dich auch mal in Badehose am Strand trauen? Ich muss Übungen machen. Dreimal die Woche. Stärkt das Herz. Das Blut an deinem Hemd. Oh. Ah. Hab mich beim Rasieren geschnitten. Pass auf, hör dir das mal an. Der ist bestimmt krank. Alvarez ist aufgetaucht. Diesen Anruf konnte ich neulich abfangen. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Kannst du das übersetzen? Würde sagen, du hast Alvarez eine scheiß Angst angejagt. Jetzt will er wieder zurück nach Kuba. Und sein lieber Onkel Zaraga soll kommen und ihn rausholen. Und was sagt Zaraga dazu? Am Südende des Bayous ist ein Leuchtturm. Da soll Alvarez hinfahren. Er lässt ihn mit einem Boot abholen. Würde sagen, das ist gelogen. Zaraga war mein Bulle in Havanna, als Batista noch an der Regierung war. Er stellte den Wachdienst für Sal's Casinos. Diese zwei Burschen kennen sich schon ewig. Nach dem Gespräch hat Zaraga Sal angerufen und ihm gesteckt, wo er seinen Neffen findet. Das heißt, ich muss da früher ankommen als Makanos Männer. Sal wird kurzen Prozess mit Alvarez machen, also sei besser auf alles vorbereitet. Ei, ei, Captain, mein Captain. Jesuit in New Mexico. Begib dich zum Leuchtturm. Kriegen wir hin. Und das war auch ganz schön weit weg, der scheiß Leuchtturm. Drei Kilometer, meine Fresse. Hab ja sonst nichts zu tun, als durch die ganze Pampa zu fahren. Oh Mann. Haarscharf. Haarscharf. Und dann schüttelt's noch und das Auto hat kein Dach. Das ist klasse. Wird man ja ganz wuschig hier. Der wird total nass. Die ganzen Sachen im Auto werden nass. Das ist doch scheiße. Da hat wieder kein Mensch dran gedacht, ne? Was ist mit dem Auto, wenn es mal regnet? Ja, ich weiß, man überholt nicht da, aber das muss jetzt sein. Der fuhr ja super langsam. Scharfe Linkskurve. Warum haben die hier denn immer so scharfe Kurven, meine ich? Bei dem Regenwetter fahren Leute mit dem Boot. Na, ihr seid ja drauf. So, noch ein paar Meter. Dann haben wir es geschafft. Dann müssen wir hier auch wieder wegkommen, ne? Das ist ja auch schon wieder... Da denkt dann wieder keiner dran. Rette Alvarez. Das wird tricky, Freunde. Tricky. Okay. Sind hier irgendwelche bösen Buben? Da unten ist er noch.
Macht es nicht Spaß. Deinen Job. Bah, Scheiß, Dreck, Schlangen! Du machst dir wegen einer kleinen Mokassin-Schlange in die Hose, Junge? Die schlängeln und kriechen schon nicht an dir hoch. Na, halt einfach die Augen offen, falls dieser Alvarez in diese Richtung abhauen will. Komm schon, Alvarez. Mach's doch nicht schwerer, als es sein muss. Wir tun dir auch nicht weh. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Wenn ich den kleinen Spanzackenscheißer zu fassen kriege. Ein Scheiß. Ich hab ihn direkt vor mir. Einfach Tür aufrufen. Hör auf zu feuern. Ich will dir helfen. Come mierda. Hace todo para la pinga. Ach du Scheiße, sprichst du unsere Sprache? Sie? Die Kerle vom Haus sind tot. Ich will nur mit dir reden. Ich schieb dir jetzt meine Waffe rüber, okay? Mira, wenn du mich reinlegen willst, dann leg ich dich um. Kann ich mit arbeiten. Du bist doch der, der mich töten will. Ich wollte dich nicht töten, ich hab versucht, dich zu finden. Dein Onkel hat dich verraten. Er will dich nicht raushauen. Du lügst. Ich hab ihn gesprochen und er schickt mir ein Boot. Glaubst du, diese ganzen Ithaka waren zufällig da, als du hier aufgekreuzt bist? Saraga hat Sel Makano gesteckt, wo er dich findet. Ich muss telefonieren. Scheiße, Mann. Wen willst du denn anrufen? Makano wollte dich nie wieder aus der Stadt lassen. Der Typ nutzt dich aus und wenn er hat, was er will, bringt er dich um. Deine einzige Chance, hier heil rauszukommen, bin ich. Was willst du von mir? Sag mir, wo Makano seine Fälscherwerkstatt hat, dann sind wir quitt. Es ist alles in einem Boxclub, der Torin Makano gehört, aber das läuft alles schon. Siehst du, das reicht schon. Na komm. Du musst schleunigst hier raus. Wo bringst du mich hin? Ich kenne jemanden, der dich aus der Stadt bringen kann, damit Makano dich nicht findet. Mierda. Das ist mein Auto. Wenn du am Leben bleiben willst, bleib dicht bei mir. Verstanden? Oh, dieses scheiß Copyright, fuck off. Ich kann fahren. Nein, wir nehmen mein Auto. Warum nehme ich dein Auto? Gerne, aber halt den Kopf hoch. Kann das nicht singen. Wanda. Scheiße. Fuck you hard. Niemand schießt auf mich. Mach doch, aber dann trifft es auch. Ich brauche dringend Munition. Die Frage ist echt, wo mein Auto ist. Der schießt auch, das ist schön. Ist mal nicht so ein Opfertyp. Wir tanzen doch schon, Arschloch.
frage mich einfach, wo mein Auto ist, ja? Hi, Dude! Ups. Wo bist denn du hin? Du willst dein Auto holen. Ach, scheiße. Oder? Nee, komm. Komm, Dude, wir holen mein Auto. Mein Auto. Läuft. Na dann schnell weg hier. Ich muss wieder fast 4 Kilometer fahren. Oh, jetzt kommt, na klar, ich kriege jetzt natürlich auch noch Autoverkehr. Da freue ich mich einfach. Ich hoffe, der Mensch weiß, wie man schießt. Und er tut's auch. Naja, der ist mir reingefahren. Was soll ich denn machen? Oh. Sei still. Bringe einfach jetzt zu Vater James. Wie auch immer. Halt trotzdem die Augen auf. Du hättest mich deiner Kugel. Und man kann trotzdem ans Bein wissen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Ja, du hast das nicht getan. Fühlte sich nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Makano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Wenn ich das überlebe, bringe ich meinen Onkel um. Kannst du gerne tun. Da bin ich dann raus. Ich meine, ey, ganz ehrlich, der Autowischer hier vorne, ne? Ich werde pitchen das, aber der Autowischer ist wichtig, damit ich ja was sehen kann, ne? Oh, fick doch die Wand an, ey. Das schüttet aber auch wie aus Kübeln hier. Ja, ja, sei still. Naja, ein bisschen müssen wir noch fahren, aber wir haben es bald geschafft. Und dann ist dieser kleine Bubi hier auch mal in Sicherheit. Ich bin mal gespannt, was Vater James dazu sagt. Anstatt dass er den zu Dolly bringt und der den rausschafft. Na gut, Vater James kennt halt keinen Arsch, ne? Bleiben nur Zeit 5 Minuten. Ach du Scheiße, ich hab schon einen Timer. Hier geht's ab. Und wir gehen gut in der Zeit. Dadurch, dass das Gebiet hier schon von meinen Leuten quasi eingenommen ist, ist das natürlich auch nicht schlecht. Komm mit, Junge, wir müssen hier hin. Walter James! Was ist denn los? Ich bräuchte Hilfe, den Mann hier aus der Stadt zu schaffen. Er hat Stress mit Sir Makano. Also, ich kann nicht mehr. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Ja, das ist er. Hören Sie, Pater, ich muss Sie bitten, mir zu helfen. Was soll ich sonst mit ihm anstellen? Scheiße, ich... Na gut. Ich kenne einen Jesuiten in New Mexico, er hat schon Leuten in so einer...